Ihr habt nicht die geringste Ahnung, wer Juliana ist, oder? Nein. Was willst du damit sagen? Ah, das bedeutet also, dass sie es euch noch überhaupt nicht erzählt hat. Was denn erzählt? Juliana war... Was ist hier los? Nichts. Ich war gerade dabei, den Mädels etwas zu erzählen, und zwar über... über Vidia. Was war es denn, dass sie jetzt so eine ernste Miene ziehen? Nicht ernst. Ich glaube eher gelangweilt. Es sieht nämlich so aus, als würde es sie nicht besonders interessieren, was... Ihr sollte ihnen das verübeln, Bruno. Hallo? Ja? Ja, ich verstehe. Sorry, aber ich muss weiter, also... Habt einen schönen Tag. Ja? Ja, ich bin gleich da. Ja, ich weiß. Luna? Du musst bitte noch mit Matteo diesen einen Schritt für den Wettbewerb üben. Okay, Juliana, denken Sie eigentlich immer noch, dass wir echt zu viert im Team sein sollten? Natürlich. Das stand noch nie zur Debatte und wird's auch nicht. Hey, Juliana. Ich hab sie gesucht. Ich wollte mit ihnen reden. Ich verstehe nicht, wie sie sich das mit dem Team vorstellen. Ach, fängt dieses Thema schon wieder an. Ich bitte dich. Wieso schon wieder? Ich versteh's nur nicht. Sie meinten doch, dass ich mich bessern würde und dann werfen sie mich raus? Ich hab weder dich noch sonst wen rausgeworfen. Ich hab ein neues Team aufgebaut. Außerdem muss ich mich nicht vor dir rechtfertigen. Sei pünktlich auf der Bahn. Das ist nicht fair. Sie haben im letzten Moment die Spielregeln geändert. Ich habe das Recht auf eine Erklärung. Nerv mich nicht, Ramiro. Ich will eine Antwort. Siehst du? Nina, was glaubst du, wollte uns Bruno über Juliana erzählen? Ich habe keine Ahnung, aber voll komisch, wie schnell er aufgehört hat zu reden. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, dass sie vorher ein anderes Leben geführt hat. So ganz anders? Ja, ein Leben, das komplett anders war als das, was sie jetzt hat. Wer weiß, vielleicht hat sie eher Löwen dressiert. Dein Ernst? Echte Löwen? Nein, nein, das habe ich mir nur gerade ausgedacht. Aber andererseits würde es zumindest erklären, warum sie immer so streng ist. Ich weiß auch nicht. Aber Juliana verheimlicht uns irgendwas. Haben Sie mich verstanden? Ich möchte wissen, warum Sie damals gesagt haben, ich sei nicht Saul Benson. Ich wusste doch gar nicht, was ich da rede. Sie hatten bestimmt einen Grund. Ich habe es mir ausgedacht. Sie meinen, Sie sind eines Tages aufgewacht und haben Sachen erfunden? Genau. Diese Zeit in meinem Leben war nicht unbedingt die beste. Es gab Momente, da glaubte ich, Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Wie Jorge Luis. Mein Freund, mein Ex, war nur Einbildung. Auch wenn alles nur Einbildung war, gab es doch sicher einen Auslöser. Amanda, ich bitte Sie, versuchen Sie es. Ich helfe Ihnen auch gern dabei. Erinnern Sie sich an irgendwas? Gibt es einen Grund für diese Fragen? Nein, ich war nur neugierig. Ich habe mich gewundert, was sie wohl dazu gebracht hat, so etwas zu sagen. Es war sicher was Erschütterndes. Ja, sehr erschütternd. Ich bitte um Verzeihung, Señorita Amber. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Ich war damals nur sehr verwirrt. Nichts weiter. Aha. Mit Verlaub. Miguel, ist dir klar, dass vielleicht gleich Lunas echte Eltern vor uns sitzen werden? Was machen wir dann? Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, dass wir auf keinen Fall vorschnell handeln dürfen und uns gut überlegen sollten, was wir sagen. Und was, wenn ich mich nicht zusammenreißen kann? Ich bin so neugierig. Versuch es doch wenigstens. Sie wollen gleich einen Videoanruf mit uns machen. Und was sollen wir ihnen dann sagen? Wäre es nicht besser, auf Luna zu warten? Nein, nein. Ich glaube, vorher sollten wir erst allein mit ihnen reden, ohne Luna. Das sind sie. Soll ich rangehen oder sie wegdrücken? Was? Sie rufen jetzt schon an? Keine Ahnung, geh doch ran. Gut, ja, ja, ich gehe ran, aber was soll ich was sagen? Was weiß ich? Monika, ich muss doch irgendwas sagen. Was soll ich antworten, wenn Sie mir Fragen stellen? Was soll dieser Lärm? Das ist das Klingeln von einem Videoanruf, Signore. Genau deswegen frage ich, wieso machen Sie sowas während Ihrer Arbeitszeit? Eigentlich haben wir gar nicht mit dem Anruf gerechnet, also... Haben wir nicht. Wenn Sie nicht darauf gewartet haben, verstehe ich nicht, warum Ihr Laptop offen ist, Miguel. Ich bitte Sie, wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie solche Sachen nicht während der Arbeit machen sollen? Sie haben völlig recht, das wird nicht wieder vorkommen. Alles gut, Monika? Ja, ich habe nur gerade Zwiebeln geschnitten. Ah. Wir sollten besser später mit Ihnen telefonieren. Hast du nicht eben gesagt, dass wir später mit Ihnen sprechen? Ja, hab ich. Aber mir ist eingefallen, dass ich Ihnen eine Nachricht schreiben kann. Wir haben im Moment keine Zeit, rufen aber nachher zurück.